Und Ivy und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und hier mit der Familie Bob Braun. Und das ist unsere Tochter, ich wollte sagen die jüngste, das stimmt aber auch. Das ist unsere Tochter, die Babsi, die nach ihrer Oma benannt wurde. So, ja, wie gesagt, Babsi. Wir haben Samstag, also das heißt, alle sind, glaube ich, auch hier. Unser lieber Bob, der ist ja momentan Sportexperte, der geht erst wieder Dienstag arbeiten, meine Güte. Er möchte ja 100.000 verdienen und momentan hat er hier 75.000 als nächsten Wunsch. Ich muss mal ganz kurz gucken, wann er vielleicht 50.000 oder so gemacht hat, wahrscheinlich, ne? Das ist schon eine Weile her, also mal gucken, wann wir soweit sind. Vielleicht kann er noch irgendwas sowas wie eine Finanzberatung machen oder so, dass wir noch irgendwie anders Geld reinkriegen. Nun gut, auf jeden Fall Tini, die jetzt in 3 Tagen auch zur Seniorin wird, die müsste auch heute frei haben. Sie ist Universitätsprofessorin, möchte auch da die Spitze der Karriere erreichen. Und Bastian, unser Sohnemann, der ist hier, der hat jetzt noch 8 Tage. Was hast du denn eigentlich für ein Ziel? 5 erstklassige Geschäfte. Und Babsi, die habe ich noch gar nicht aufgeschrieben. Ach du Schande. Nein. Techtelmechtel, 20 verschiedene Sims techteln. Was lernst du eigentlich gerade? Physiologie noch, okay. Nun gut, in ihrem süßen gelben Zimmer, wie ich finde. Also macht es eigentlich Sinn, mit ihr sehr, sehr viele Beziehungen eigentlich aufzubauen, dass wir dann als Erwachsene direkt auch ganz viel machen können. Wobei, heute könntest du dich noch mit Bastian ein bisschen befreunden. Unsere Katze, die Allegra, mit der hast du dich auch noch nicht so befreundet. Jetzt muss ich mal gucken mit den Blitzen. Wow, wir haben noch gar keine Dreierblitze bei dir. Das ist ja sehr schade. Und Bastian? Bastian hat Sissy Sims als einzigste. Momentan, wir könnten eigentlich, wir haben 30.000, also die Familie ist ja nicht ganz so reich, wie ich finde. Wir können mal Blind Dates machen. Das wäre eigentlich heute wirklich mal dran. So, Bastian, um das zu machen, was machst du gerade? Du bereitest was zu. Die Babsi, okay, du bist bald zu Ende, glaube ich. Du kannst dann auf jeden Fall nochmal auf die Toilette gehen und dann wirst du was essen und dann gucken wir mal, dass wir ein paar Blind Dates bei euch beiden machen. Da mag ich auch jetzt so demnächst eigentlich auch rangehen. Die Eltern, gut, Tini, was kann ich denn dir heute Gutes tun? Du hast ja auch heute frei, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Tja, da können wir ein bisschen mit deinem Hobby, was hast du eigentlich schon für den 25.000, okay. Achso, da muss ich mal ganz kurz gucken. Nee, haben wir nichts weiter. Da ist was kaputt gegangen. Tini, das könntest du eigentlich mal reparieren. Steh mal auf, tu mir mal den Gefallen, reparier das mal. So, sie hat alles gelernt da oben. Und ja, Kunst und Handarbeit, da darfst du heute mal ein bisschen machen. Hobbytipps über Kunst und Handarbeit, Internetrecherche. Du willst ja noch Bronze in den Nähtalentorten haben. Das ist okay. Dann würde ich mal sagen, du darfst direkt weiter die Topflappen fertigen da oben. Ja, dir geht es ja eigentlich ganz gut. So, und er? Ja, du kannst erstmal hier, du geh mal duschen. Und wer möchte sich denn mit Allegra mal beschäftigen? Muss die heute eigentlich arbeiten? Ach, unsere Allegra ist arbeitslos. wirklich? Ach Gott, da könnten wir doch mal kommen. Du gibst mal unserer Allegra einen Job. Das ist mir noch gar nicht bewusst gewesen, dass du... Oh, Bastian, was machst du? Spielen Sims. Okay, Bastian, dann mach du das mal mit dem Tierjob finden für Allegra. Danach gehst du dann mal ins Bad, ziehst dir was an und dann haben wir hier oben auch ein Telefon, ich glaube, ja, Showbiz. Ja, die Allegra passt ganz gut ins Showbusiness. So, und dann rufen wir mal die Lady an, die uns Blind Dates bringen wird. Das ist heute so ein bisschen mein Ziel, genau. Und du, was machst du? Was habe ich dir gesagt?
Weiß ich gar nicht. Du kannst mal Freundschaften aufbauen. Warte, bevor du dran bist. Stopp. Oh, Olive. Was macht sie denn hier? Ist sie immer noch hier oder so? Keine Ahnung. Naja, gut. Auf jeden Fall kannst du entweder mit Allegra noch ein bisschen was machen. Das definitiv. Und dann gucke ich aber auch bei dir mal. Ja, zum Beispiel die Silke kannst du mal versuchen anzurufen. Die müsste, vielleicht könnte sie auch zu Hause sein. Allegra hat, ja gut, sie hat erstmal Hunger. Gut, er kennt wirklich sehr viele Leute, muss ich gestehen. So, wartet mal. Einladen. Wir könnten auch den Haushalt im Grunde mal einladen. Aber ich gucke erstmal. Kennst du? Das ist eigentlich immer interessant. Kennst du die zwei von dem Haushalt? Picasso sind es ja eigentlich. Ich muss immer gestehen, wer ist das? Sabina Steffen. Die Steffens kennst du natürlich. Beate. Möchtest du dich unserer Unterhaltung anschließen? Oh, ach so, ich habe hier noch da oben was gesagt. Ja, komm, dann schließ dich mal gerade kurz mit ein an. So, unsere liebe Babsi. Ach so, du hattest was gegessen. Mach das mal weg. Abspülen. Und irgendwie hast du immer noch so ein bisschen Hunger. Dann iss noch mal hier eine. Ach so, servieren. Ich kann auch gar nichts weg, nichts nehmen. Servier mal, das ist okay. So, Tini macht hier oben. Oh nee, noch gar nichts. Viele fertigen. Mach hier mal weiter. Mal heute in grün. Du hast heute frei und darfst mal ein bisschen hier deinem Hobby nachgehen. Das ist okay. Das ist super, super okay auch sogar. So, ja, das ist natürlich jetzt doof gelaufen, dass ich beide hier hingeschickt hatte. Nun gut, du darfst dann auf jeden Fall essen und kannst danach loben für Verspieltheit. Wobei, das müssen wir immer direkt. Oh, verdammt. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Egal. Jetzt habe ich es gemacht. So, ich könnte ihr einiges sagen. Wie geht's ihr denn? Na komm schon. Meine Güte, Harndrang. Dann kann ich ihr vielleicht sogar Kommando Toilette benutzen. Und dann kannst du mal essen gehen. Und Bastian, genau. So, nochmal anrufen. Service. Wir wollen ja Blind Dates. Das wird uns zwar 10.000 kosten. Aber das ist es mir jetzt heute mal wert. Was? Warum machst du das nicht? Bastian? Anrufen Service. Okay. Irgendwie. Keine Ahnung. Heiratsvermittlung. Ich möchte Blind Date haben. Ja, komm her. So, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Hier, wasch mal deine Hände, wollte ich gerade sagen. Hände waschen, genau. Ein bisschen Hygiene braucht man nämlich. So. Was mache ich denn mit dir heute? Telefon. Babsi, geh mal ans Telefon. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Was haben wir denn jetzt eigentlich geschafft mit der 66? Hey, Babsi, kann ich Bastian sprechen? Nein, der ist jetzt gleich beschäftigt. Das ist jetzt etwas ungünstig mittlerweile. So. Genau, dann räumst du mal hier das noch auf. Weglegen. Da ist sie schon. Bastian darf schon mal kommen und Beate brausend begrüßen. Und der Bob, der kann mal mit unserer Lega loben für Möbel nicht ankratzen. Du kannst jetzt sie mal spazieren führen, das fände ich mal cool. Dass du dich mal auch ein bisschen besser und mehr mit ihr befreundest. Das wäre eigentlich ganz toll. So, dann, wenn du schon fertig bist, wobei er macht das gerade, dann räum noch mal das eine weg. So, Bastian. Blind Date bitten. Da bin ich mal gespannt, wer ist das? Mirko Jung. Ich möchte ein Blind Date, dann brauche ich Geld. Er natürlich will es mit einer Frau. 5.000. Nun ja, und so weiter. So, hier läuft Allegra auch rum. Wer ist das? Ach, Olive, nein. Olive, die ist doch schon, oder die war doch vorhin da. Das ist ja doof irgendwie.
Okay. Aber egal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir sie schon kannten. Mal abchecken. Wo ist sie denn? Nee, sie ist eigentlich gar nicht da. So, und Babsi, du kannst auch nochmal kommen und um ein Blind Date bitten. Komm, Bastian, geh mal ran. Sorry. Ja, was denn? Oh, die haben ja die Krippe irgendwie alle hier. So, sie will natürlich mit einem Mann und es gibt auch 5000, weil ich halt echt immer hoffe, dass ich Dreier finde, ja. So, wertschätzen. Nun, das ist ein Wort und so. So. Juga, oh, was war das? Moment, ganz kurz. Nicht jeder Aktientipp zahlt sich aus. Oh, wir verlieren heute Geld. Und René Rosengarten möchte mit irgendjemandem. Das ist Sam. Sam Sieber. Genau, den hatte ich eigentlich vorhin gesucht. So, dann reden wir mal mit dem Sam und checken ihn gleich mal ab. Und dann gucken wir einfach mal. So, wie versteht ihr euch? Nur eine 2. Das ist jetzt natürlich auch nicht so riesig. Ja, okay. Babsi? Hier haben wir eine 3. Und oh, die beiden würden mir sogar sehr gut gefallen zueinander. Ich weiß allerdings, dass auch Sam irgendjemanden noch mit 3 Blitzen hat. Ich muss mir das wirklich alles mal aufschreiben. Ja. Ich muss mir das auch aufschreiben. Danke auch. Ich meine, Daniel heißt derjenige, der das mir auch schreibt und mir zusammengeschrieben hat. Also das werde ich auf jeden Fall auch mit aufschreiben. Und ja, ich werde natürlich hier auch immer noch versuchen, dass die weiterhin Dreier finden. Also so wie Bastian hat jetzt auch nur eine momentan, nämlich nur die Sissi. Und der muss mal dringend aufs Klo gerade. Ja, super. So, Bob. Also Bob räumt gerade was auf. Was jetzt mit Allegra eigentlich fort? Also du gehst mal auf jeden Fall auf Toilette und dann gehst du mal zu Allegra. Wo ist denn die? Allegra? Ach, die schläft vorne. Okay, naja gut. Dann sollten wir sie vielleicht doch nicht stören. Dann gehst du aber noch mal kurz anrufen. Franziska. Ruf doch mal Franziska an und dass sie Leute noch mitbringen soll. Ach Gott, er ist jetzt während seinem Date hier nach oben gegangen. Mensch, Bastian. Aber gut, mit Olive funkt es ja auch nicht so wirklich, ne? Also 2 Blitze, okay. Also das ist besser als keiner, ich weiß. Aber ich hätte doch ein bisschen mehr immer. Erhoffe ich mir eigentlich. So, Silke. Silke Sieber. Ach nein, das wollte ich gar nicht. Oh nein. Ah, ich wollte Franziska Schulz und ihre beiden Kids. So, Moment. Franziska. Ja, genau. So. Haushalt einladen. Ich finde es halt auch einfach, es macht Sinn, dass. Oh, Verline. Ach, warum nicht? Können wir doch Verline gerade mal mitholen. Und die Sally und den Sören würde ich gerne. Den Max brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Geh mal beiseite. Hört sich gut an, wir kommen gleich. So, ja, wertschätzen, bewundern. Dann quatsche ich nochmal ein bisschen mit ihr. Die Zeit läuft ab. Ich glaube, die beiden verstehen sich wirklich ganz gut. Ja, hier wirklich so weit. Was kann ich denn noch gerade von Pia angeflirtet werden? Mit Babsi tanzen. Warte mal ganz kurz. Wir haben nicht mehr lange. Aber unser Ding ist auch aus. Ich kann mal einschalten. Ja, sie läuft auch in ihrer Unterwäsche hier rum, ne? Das gefällt ihr natürlich. So, zusammen tanzen. Sie sagt, sie hat schon bessere Dates und so weiter. Naja, gut. Und da kommt die Familie. Okay, die Blumen. Hi, Sally. Reden, plaudern. So, ihr habt Steblus und mit mir spielen. Okay, warte mal.
19. Steblues, das möchte er gerade noch. Vielleicht schaffen wir es noch. Komm schon, nicht husten jetzt. Oh, das wird nicht. Oh, doch, wir haben ja jetzt. Geh nochmal Steblues mit ihm machen. Und Sally, hallo, flirten und abchecken. Ich weiß gar nicht, zwei auch. Zwei Punkte. Okay. Und hier draußen, ich weiß nicht, reden, plaudern. Und du kannst mal mit der Franziska ja noch ein bisschen wertschätzen. Die Franziska. Oh, waren da gerade. War gerade Verliebtheit hier hinten zu hören? Ja, war er auch. Oh je. Das wird schon ein ganz nettes, großartiges Date. Rumschmusen, Hände tiefer gleiten, Handy an Babsi, aber das muss er machen. Kopf auf die Schulter legen. Oh, die zwei. Mm. Das ist ja wunderbar. Olive hinten läuft und noch Olive in. Herum. So. Guck mal, warte mal, ganz kurz. Sören. Da, überreden zu. Nein, doch flirten mit Olive. Das fände ich jetzt ganz cool, damit du nämlich Olive auch mal kennenlernst. Das schaffe ich ja dadurch auch quasi. So, aber an dieser Stelle, glaube ich, sage ich erst einmal ein Tschüss und Goodbye, denn ich will ja noch einmal hierher kommen. Lass es dir gut gehen, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier. Das würde mir sehr gefallen, da freue ich mich immer sehr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Sakinaida. Ciao, ciao.